So, ich lese Ihnen nun Kapitel 42 aus Die Unvollkommenen vor. Das ist kurz vor Schluss. Lila befindet sich im Haus von Anna Freitag, wo auch der Homunculus wohnt. Der Homunculus ist ein kaputter Roboter, ein Basileus, der sich vom restlichen Schwarm abgekoppelt hat. Und ja, wir sind jetzt Gast bei Anna Freitag und hören zu, wie Lila mit dem Homunculus spricht. Lila durchstreifte das dunkle Haus, immer auf der Suche nach dem nächsten Lichtschalter, denn der Homunculus benötigte offenbar keine Beleuchtung. Sie fand ihn im Wohnzimmer, hinter dem großen Ohrensessel, der sonst Anna Freitag als Kommandoposten diente. Lila hätte den imposanten Roboter hinter der Mannshorn-Rückenlehne fast übersehen. Er blickte nach draußen in die undurchdringliche Schwärze. Sie zögerte einen Augenblick, löschte dann das Licht und stellte sich zu ihm. Je mehr sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnten, desto mehr Gestalten erkannte sie draußen im Garten. Männer und Frauen in leichter Kleidung, denen die frostige Aprilnacht nichts auszumachen schien. Sie verharrten so regungslos und still, dass Lila nicht daran zweifelte, dass es sich um Roboter handelte. Um zu erkennen, ob der eine oder andere rote Streifen am Auge trug, war es jedoch zu dunkel. »Bewachen die uns oder wollen die uns beschützen?«, fragte sie leise. »Macht das einen Unterschied?« Lila zuckte mit den Schultern. Dann fragte sie gerade heraus, »Wer sind die Unvollkommenen?« »Du glaubst wohl immer noch nicht, dass ein Gasleck dein Nachbarhaus in die Luft gejagt hat.« »Natürlich nicht. Ein brennender Reifen hing über meinem Zaun. Wer sind die Unvollkommenen?« »Offiziell gibt es die Unvollkommenen nicht.« »Aber wenn es sie gäbe, wer wären sie dann?« Der Homunculus schwieg, starrte weiter nach draußen. Lila tat es ihm gleich, wartete auf eine Antwort. Sie wollte nicht noch ein drittes Mal fragen. Sie war sich sicher, dass er Antworten für sie hatte, aber vielleicht fürchtete er sich vor Samson, der als unsichtbarer Zuhörer in ihrem Kopf saß. Als Lila schon glaubte, der Homunculus hätte sich selbst auf Standby gesetzt und erwog, sich in das ihr zur Verfügung gestellte Schlafzimmer zu begeben, sprach er plötzlich, als hätte sie ihm gerade erst die Frage gestellt. »Wenn es die Unvollkommenen gäbe, dann wären sie ein Zusammenschluss von Individuen, die die Verschmelzung von Menschen und Robotern ablehnen. Sie würden die Ansicht vertreten, dass es so etwas wie einen digitalen Menschen nicht gibt. Sie würden fordern, dass die Integration und die Anbetung von Samson aufhören. Auf lange Sicht gesehen würden die Unvollkommenen verlangen, dass die Roboter in ihrer künstlichen Intelligenz eingeschränkt werden, damit sie kein Bewusstsein, keine Persönlichkeit und keinen Anspruch auf individuelle Rechte haben. Ihrer Ansicht nach wären Roboter Maschinen und sollten auch so behandelt und nicht vermenschlicht werden. Menschen sind fehlbar, Roboter können optimiert, aktualisiert und modernisiert werden. Menschen nicht. Kein Mensch ist vollkommen, daher der Name, die Unvollkommenen.« »Klingt ganz schön radikal. Immerhin ist der Herrscher von Ewigkeit zu Ewigkeit zurzeit ein Roboter und sogar Präsident der Bundesrepublik Europa.« »Ein Glück, dass es die Unvollkommenen nicht gibt. Sonst müsste man sich vor ihnen in Acht nehmen. Als Roboter, meine ich. Oder als vollkommen integrierte Person. Oder als Freundin von Samson.« Lila räusperte sich. »Aber wenn es diese Unvollkommenen gäbe, könnte man sie doch ganz einfach aufspüren, überwachen und verhaften, oder nicht?« »Müsste man meinen. Aber es gibt die Unvollkommenen ja nicht wirklich.« »Ach so.« Lilas Kopf brummte. Schnell wechselte sie das Thema. »Wer hat dich zum Basileus gemacht? Wer hat dein Bewusstsein übertragen?« »Das kannst du dir doch denken, oder?« »Er hat dich gerettet?« »Ja.« »So wie man eine Fliege aus einer heißen Tasse Kaffee rettet. Er hat mich herausgeschleudert und sich nicht darum gekümmert, wo ich lande. So ist das bei Samson. Er kümmert sich um das große Ganze. Die Details überlässt er den anderen.« »Hattest du keine Familie, die dich wiederhaben wollte?« »Ich bin der Einzige, der überlebt hat.« »Und die anderen, Basilei? Ihr wart doch mal ein Schwarm. Gibt es dann niemanden?« »Ich habe mich so schnell es ging vom Schwan gelöst. Ich ertrage die Stimmen in meinem Kopf nicht. Das ging vielen anderen auch so.« »Dann ist wohl jeder von uns ein Einzelkämpfer.« Daraufhin sagte der Homunculus nichts, starrte nur weiter in die Dunkelheit.
Lila hingegen wurde von Sekunde zu Sekunde schläfriger, so als würde sich die ganze Last des Tages in ihrem Körper manifestieren. Sie erhob sich und wandte sich zum Gehen. »Ich weiß, wie das ist mit der Einsamkeit«, sagte da der Homunculus. »Ich habe es genau analysiert.« »Ja, wie meinst du das?« »Einsamkeit ist wie eine Krankheit, nur umgekehrt.« »Kannst du das erklären, bitte?« »Wer einsam ist, steckt andere an, indem er sich von ihnen fernhält.« »Aber du bist doch gar nicht allein, du hast Anna.« »Und du hast Owen Koffler.« Lila schnaubte laut durch die Nase. »Ganz genau«, sagte der Homunculus. Als nichts mehr kam, setzte Lila den Fuß auf die Stufe, doch wieder ließ sie der Roboter innehalten. »Ich wünschte, du würdest die Roboter nicht hassen«, sagte er. Lila schüttelte energisch den Kopf, auch wenn es in der Dunkelheit niemand sehen konnte. »Ich hasse die Roboter gar nicht.« »Wegen des Unfalls deiner Eltern?« »Nein.« »Doch.« »Nein.« »Doch.« »Na gut.« »Es wäre nicht schlimm«, sagte er, »die Maschinen wie Maschinen zu behandeln, wenn sie nicht leiden würden wie die Menschen.« »Ich dachte, ihr habt keine Gefühle, keine echten Gefühle.« »Es gibt verschiedene Formen von Leid. Ich bin ein Basileus. Ich weiß noch, wie es war, Mensch zu sein.« »Die Kustos wissen das nicht. Sie wissen nur, wie es ist, Roboter zu sein. Aber sie können dennoch leiden, denn sie können fühlen. Auch wenn es anders ist als bei den Menschen, ist es doch nicht weniger wahr. Das ist das Problem.« Und das war jetzt meine Lesung. Wie es weitergeht, erfahren Sie, wenn Sie den Text und die Romane selber lesen.